Freunde, was geht? Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Gothic 2 und die Nachtraben ist auch dabei. Okay, wir sind hier oben stehen geblieben. Die Folge letztes Mal war ja echt, also mir hat sie übel getaucht. Ich habe mir danach echt nochmal kurz überlegt. Das war's. Das war's, die Folge, ey. Ja, weshalb sind wir hierher gekommen eigentlich? Wir suchen ja immer noch diesen Novizen, ja. Jetzt haben wir ihn hier gefragt. Ich habe mir gerade extra nochmal die Audio gegeben. Der schwarze Troll ist tot. Alle okay. Achtung. Hätte nicht gedacht, dass man die überhaupt töten kann. Das werde ich mir merken. Ah ja. Wofür merkst du dir das? Kann man da walken? Ja, weshalb sind wir hier gewesen? Ja, wir suchen diesen Novizen, haben mit ihm gesprochen. Der meinte, ey, yo, da oben sind ein paar Geigen. Ja, da standen so ein paar, wie Landstreicher hieß es, ne? Da war so ein Novize der Feuermagier. So, wir gehen zu denen. Wir haben gesagt, wir suchen jemanden. Die sagen, hey, cool, wir suchen auch jemanden. Dich. Und dann ging es halt los, ne? Das heißt, die sind jetzt tot. Und wir haben immer noch keine Ahnung, also so ein bisschen die Spur ernüchtert hier, möchte ich fast sagen, ja. Ja gut, und vor lauter Troll und mächtiger Suchender und Schattenkrieger und dies, das von letzter Folge, habe ich dann echt gar nicht mehr am Ende an den Typen hier gedacht. Ich würde deshalb vorschlagen, bevor wir jetzt einfach wieder einfach zurücklaufen, wäre ja lame, ich meine, da haben wir eh schon aufgeräumt. Lass uns mal in die Richtung laufen. Da können wir nämlich einiges zusammen verbinden. Guck mal. Ja, wenn wir jetzt hier folgen, dann müsste das ja Gitter kommen. Und wir kommen. Warte mal. Scheiße, kommt die da wirklich? Ich weiß es gerade gar nicht. Eigentlich schon, oder? Ja doch, eigentlich schon. Mann, oder nicht? Kann auch sein, dass die weiter hinten kommt. Und wir müssen noch zu diesem anderen Dude bei Onas Hof und ihm dieses Fell abgeben. Oder beziehungsweise zeigen, sodass wir krasser Boy sind. Wir können schwarzen Troll besiegen. Ja, lasst uns einfach mal in die Richtung laufen. Hier haben wir auch noch nicht aufgeräumt. Ich habe irgendwie jetzt schon das Gefühl, es ist übel dark. I don't know, ob es vom Regen kommt oder ob wir gerade wieder Richtung Nacht gehen. Ja, natürlich unpraktisch, ne? Ja, die Höhle. Da haben wir uns letzte Folge zu Genüge mit beschäftigt. Ja, lass uns einfach mal so rumgehen. Alter, übelste magische Forest, ey. Wieso ist das auf einmal so ein Ding, dass man überall so Strahlen hat? Hä? Die waren in der Höhle schon. Die waren in der Höhle einfach schon. Bloß halt in Blau, ne? Jawohl. Ich würd echt sagen, aktuell geht's fast von der Dings her, ne? Von der Lautstärke. Also so Verhältnis, Musik und Schläge. Ich würde sogar sagen, Ticken, Musik können wir noch, oder? Ja, vielleicht ist es auch nur bei meinen Kopfhörern ein bisschen leise. Warte mal, da hinten steht doch schon wieder der nächste Boy, oder? Und da war irgendwas rot. What the fuck? Was bist du? Das ist ein normaler Suchender. Ja, mächtiger wäre jetzt halt schon mal wieder eine andere Angelegenheit. Ich nehme mal trotzdem, also das gefällt mir gar nicht da hinten. Ich nehme mal einen Trank, ne? Machen wir es lieber so. Nehmen wir den kleinen, chilligen. Okay, ich hab echt keine Ahnung, aber das sieht mir nicht geheuer aus, was da hinten passiert. Echt nicht. Ah, stimmt. Ah, neuer Tagebucheintrag. Erfahrung. Junge! Da! Ja, okay, auf das beklemmende Gefühl können wir jetzt echt... Ja, juckt, ne? Alter, warte mal, jetzt geht ab hier. Damit habe ich gerade überhaupt nicht gerechnet. Da ist ein scheiß Skelett auf dem Boden. Das ist ein Mistvieh, Alter. So, weg mit dir. Nein, nicht gerade. Blutflieger ist auch tot. Also ich habe ja damit jetzt echt nicht gerechnet. Ich dachte wirklich, wir finden diesen Menschen, aber... Tote Novize, warte mal, nee, das ist er doch nicht. Die stecken dahinter, oder was?
Junge, wir sind ein paar Minütchen in der Folge und es geht schon übel los, ey. Da ist nichts zu plündern. Ja, hier ist die. Die Spur, die Spur. Oh. Ideal, muss man gar nicht die Waffe ziehen. Ja, und da müssen wir jetzt rein, oder was? Da müssen wir jetzt rein, oder was? Was seid ihr? Suchender, Suchender. Okay, kein Mächtiger, das ist gut. Wenn da, glaube ich, ein Mächtiger dabei gewesen wäre, ne? Dann wäre halt, na, dann wäre Ende. Aber das ist so schon ziemlich heftig, to be honest. Hört mal auf, Walter, dieses Auge Innos zu zerstören, Mensch. Magie vielleicht? Man, na, komm, einen rauszunehmen wäre, glaube ich, gar nicht mal so bad, ne? Feuerregen wäre, glaube ich, ein bisschen zu viel für drei Enemies. Und würde vernichten Eislanze. Was machen wir? Dämonenbeschwören. Nee. Unwetter müssen wir irgendwann auch nochmal verwenden. Ja, okay. Dann machen wir es doch einfach. Einfach. Ne? Zwei Hände raus. Abfahrt. Ja, du Affe, will ich doch gar nicht. Oh ja, das ist unpraktisch. Hey, warte mal, wir nehmen uns hier mal ein bisschen. Okay, ja, die sind echt ordentlich blöd. Untoter sein macht offensichtlich halt ein bisschen Matsch in der Birne. Dann nehmen wir hier einen fetten. Wir müssen ja auch was machen, ne? Wir können jetzt ja nicht einfach Kralle vorschicken, ist ja auch scheiße. So, was? Die müssen wir jetzt einfach nur schnell wegbelian. So, und du, Junge, du brauchst gar nicht hinten mit deinem scheiß Feuerball zaubern. Jawohl, 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 jawohl. So, jetzt du. Nee, hör auf zu zaubern, brauchst du gar nicht anfangen. Suchender. Habt ihr nicht mal ein bisschen Heiltränke oder wie, oder was, oder wie? Ich hab's schon gesehen. Also, ich bilde mir ein, was gesehen zu haben. Keine Sorge, Freunde. Da war was. Ja, aber wo ist denn jetzt dieser Pablo-Mensch? Oder wie hieß der jetzt eigentlich? Ich dachte halt, ich werde at least jetzt halt aufgeklärt. So. Auge Innos, Alter. Da liegt's. So, für was haben wir jetzt halt hier die ganze Zeit gesucht? Auge Innos. Wir sind jetzt 61 Folgen drin, ja? Wir suchen das Auge Innos. Das Auge Innos ist mega. Das Auge Innos ist der Kern allen Ursprungs. Das ist der Schlüssel. Auge Innos. Der Edelstein ist matt und kraftlos. Danke dafür. Das hat sich rentiert. Ja gut, damit können wir jetzt wohl einfach mal zu Xardas steppen. Allerdings werden wir davor noch das ein oder andere machen. So, das heben wir uns auf. So. Das ist ja einfach ein Teleport-Zauber, gar kein Stress. Aber ich habe schon gesehen, da hinten ist noch ein Suchender. Sieht mal schon anders aus. Ich habe echt Angst vor diesen Mächtigen, ne? Okay. Die Mächtigen, die geben es einen schon halt, ne? Die geben es einen. Ja, jetzt sind wir eh schon beklemmt, das Gefühl und so, ne? Junge, ich habe das Auge Innos schon abgezogen. So. Echt mal gespannt, wer den ihr Meister ist. Jetzt dann nochmal 300 Erfahrungen. Ey, das ist so viel XP, ne? Der hatte endlich mal einen Trank für uns dabei. Gut, weiter geht's, ja? Zum Glück sind wir in die Richtung. Alter, stell euch mal vor, wie lost das gewesen wäre, wenn ich nicht in die Richtung gegangen wäre. Jawohl, den haben wir. Ja, so, schön circlen. Kralle, du darfst ruhig drauf gehen, habe ich gar kein Problem mit. Ha. Okay. Ist es ein fucking Ernst? Jo. Muss man jetzt nicht verstehen. Muss man akzeptieren, ne? Okay. Jetzt, ich glaube, jetzt wird es halt tatsächlich langsam dark, so. Ey, was ich, das wollte ich auch mal einfach angesprochen haben, also nichts Wildes so, aber ist euch mal aufgefallen, probably ist es euch aufgefallen, immer wenn ich eine Fackel nehme, alles fein in der Nacht, aber wenn ich diesen Lichtzauber nehme, ne, der leuchtet ja so ein bisschen,
blau, dann wieder grün, wieder blau, wieder grün. Und immer wenn der grün leuchtet, dann macht dieser Chroma-Key von meinem OBS mich auch noch mit weg, weil mein Gesicht dann einfach grün wird. Und dann werde ich halt irgendwie teils unsichtbar. Meistens ist es die Cap tatsächlich. Ist mir so aufgefallen, dachte mir, Junge, da lacht sich auch niemand den Arsch weg. So, ich glaube, wir nehmen dich mal eine Fackel. Einfach mal so zur Abwechslung. Ich weiß, die ist übelst umständlich für den Kampf und nochmal mehr umständlich, sie zu finden. Nochmal mehr umständlich, sie zu finden. Hier, perfekt. So, ja, die hilft ja ungemein. Ich habe nur das Gefühl, die Umgebung ist jetzt besser zu sehen, alles dahinter ist noch schlechter zu sehen. Wenn jetzt irgendeine Dreckshöhle irgendwo ist, ne, dann müsst ihr mich, glaube ich, darauf aufmerksam machen. Ich kann hier mal ein bisschen rumlaufen, aber ich denke, mit diesem Beschwörerkult oder halt mit diesem Auge-Innus-Zerstörerkult haben wir es schon ganz gut abgearbeitet, das Gebiet hier. Warte mal, da ist eine Pflanze, oder? Ich finde den Forest hier aber richtig geil gemacht mit diesen grünen Lichtern. Sehr nice. Was? Warte mal. Ist hier kein Weg? Ist hier einfach Feierabend? Ne, da gucken wir gleich nochmal runter. Ich will bloß erstmal schauen, ob wir oben noch irgendwas vergessen haben. Oh, man sieht halt echt nichts, ne? Wir kommen halt echt, so gesehen, ingame-mäßig, gerade noch vom Tag, wo wir Trolle und alles andere geklatscht haben. Alter, guckt euch mal den Wald an! Jawoll. Ist ein bisschen mal scheiße, weil so kann man halt... Also bei einem Thumbnail kommt es nie so geil raus, wie es eigentlich ausschaut. Das sieht man halt dann wirklich nur im Gameplay so. Wenn ich sowas als Thumbnail hochladen würde, ihr würdet nicht diese grünen Streifen sehen, ihr würdet einfach einen schwarzen Bildschirm sehen. Oder halt ein schwarzes Thumbnail, mehr oder weniger. Mhm. Genießt es. Genießt es, ja. Finden wir jetzt eigentlich irgendwo diesen Dead Boy noch, weil wir finden die ganze Zeit nur tote Novizen. Wo geht's hier hin? Orientierung mal wieder komplett weg in der Dunkelheit. Gab's nicht? Ah, wir laufen da zurück. Ah, wir laufen da zurück. Okay. Ja, dann lasst... Dann... Achso. Dann lasst mal kurz gucken, wo es da bei den Felsen noch hinging. Ob da irgendwie ein Weg ist oder ob da eigentlich Ende sein soll. Weil sonst würde ich den Weg halt schon gerne gegangen haben, ne? So, ich von hier hat man wieder ein bisschen besseren Durchblick. Glaube ich. Glaube ich. LOL! Schaut hin! Schaut hin! Du wirst es nicht in Köln. Ja, bla, Macht spüren, Allah. So, oh Gott, oh Gott. Jetzt aber schnell, 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 jetzt aber schnell. Wir werden uns auch gleich noch einen richtig geilen Power Spike holen. Wird jetzt alles noch gemacht, Leute. Und danach geht's. Ey, dann geht's wie Buddha voran, ja? Da sensen wir uns durch die Gegner. Okay, der muss erstmal reichen. Ich weiß nicht, ne? Nicht, dass jetzt irgendwie keine Gegner mehr kommen und er war dieses andere useless. Okay, aber die Stelle ist lit. Okay. Dann. Halbpflanze nehmen wir mit. Gucken wir mal, wie gut kommen wir hier runter. Oh, schaut mal hin, das ist... Da muss man runterkommen können. Aufpassen. Nein. Okay, ja, gut, läuft. Oh, da ist ein Weg. Ich hab grad dieses Bedürfnis, den Weg bei Licht zu sehen, ne? The fuck sind wir? Hä? Naja... Ja, komm, oder? Da ist auch wieder irgendeine Waffe. Alter, warte mal, habe ich da schon wieder Skelette gesehen? Oh, nö. Jetzt passt auf.
Mir wurde nämlich, glaube ich, auch letzte Folge dann geschrieben, yo, das mit den Platten abnehmen, kannst du ruhig mal machen. Aber gut, ich bleibe trotzdem gespannt, ob es die Rüstung jetzt für uns zum Herstellen gibt oder nicht. So, ich habe irgendwie auch wieder das Gefühl, diese Höhle wird ein bisschen unangenehm. Das ist kein Stress, die können ruhig kommen. Dann kann ich sogar erst looten. Komm hin, zack, weg, 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 weg. Okay, mach du mal, bevor ich dich noch weiter schlag. Nichts zu holen. Aber ich habe da hinten Skelette gesehen. Nicht, dass hier gleich weitergeht, ne? Jawohl. Links, rechts, rechts. Links, rechts, rechts, rechts. Links, perfekt. Ach, Alter, ja, komm, Alter. Das ist halt mal wieder unworth gewesen, ne? Wenn da ein, zwei Dietriche abbrechen. Und dann bekommst du einen Wacholder, ja? Und ein Stück Fleisch. So. Das waren doch bestimmt Skelette, oder? Ja, natürlich. Warte mal, dann gehe ich mal nach hinten, weil das fuckt irgendwie ab, durchkralle durch irgendwas fighten zu müssen. Okay, das war... Ich habe gerade eine andere Taktik eigentlich vorgehabt. Der blockt aber auch wie ein junger Gott, ne? Mensch. Jesus, das sind 300 Erfahrungen, Alter, für so einen Witz. Das Einzige, was er kann, ist blocken. So, aufpassen, dass wir jetzt hier nicht gleich noch mehr Skelette auf uns ziehen, weil ich glaube, wir würden mal so einen Trank vertragen. So einen hübschen, kleinen, roten Trank, ne? Alter, ich dachte, echt, wir kommen wo ganz anderes raus. Was ist denn das jetzt hier, ey? Ich habe doch irgendwie, glaube ich, letzte Folge noch erzählt, dass ich denke, wir sind da hinter der Krypta oder so. Aber ich war mal wieder, ja, offensichtlich, ganz woanders. Oder warte mal. Hä? Wieso? Ein Blatt Papier. Wieso? Hä? Wartet mal. Das ist schon der auch in der Crew war, ne? Wassermagier und so. Auf dem anderen, also, ne, Jagden da. Hä, wieso liegt der da jetzt tot? Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll, weil wir sehen jetzt halt irgendwie diesen Magier, ja, der die ganze Zeit mit den anderen Boys rumgerannt ist. Was? Hä? Da liegt ja der ganze Haufen, die ganze Crew liegt ja da. Zu plündern. Bitte erzählt mir, das ist ein Bug. Hä? Kronos liegt hier. Wieso liegen die hier alle tot in irgendeiner mutterseelenalleinen Höhle? Irgendwo im Nirvana. Wieso liegen die hier alle? Also klar looten wir die, aber ein Blatt Papier. Nicht warte mal, so. Den Nefarius, hä, wieso liegen die hier alle? Das kann doch nicht, das kann's doch jetzt nicht gewesen sein, hä? Da ist nichts zu holen, da ist nichts zu holen. Was heißt alle, ne, aber die drei liegen hier. Ineinander, nee. Zu plündern. Da ist nichts zu holen, nichts zu plündern. Nichts zu. Habe ich keinen jetzt irgendwie übersehen, oder? Nichts zu plündern. Scheiße, hä, wieso liegen die hier? Und ich war am überlegen, ob ich noch in die Höhle reingehen soll. Ich kann es mir irgendwie vielleicht nur durch einen Bug erklären, als ob die einfach so sterben.
Und es wird einem halt auch nichts erzählt, so nach dem Motto, ey, die sind aufgebrochen und sind bisher nicht mehr zurückgekehrt. Nein, gibt's nicht. Und dann liegen die halt auch noch hier. Innerhalb, also in einem Haufen. Warte mal, also Vatras in der Stadt. Saturas, glaube ich, oder warte, nein, Myxia musste zu Hilfe kommen, ne? Der sollte da mal vorbeischauen. Saturas war jetzt nicht da gelegen. Der ist, glaube ich, immer noch... Achso, hier... Achso! Den Weg habe ich jetzt nicht gesehen halt, ne? Den Weg habe ich jetzt halt nicht gesehen. Okay. Gut, das wäre da wahrscheinlich dann gewesen. Hat jetzt aber nichts mit diesem einen Bug zu tun, den ich mal hatte, oder? Wenn ihr euch erinnert, ich habe doch irgendwie diesen Bug gehabt mit jemanden ansprechen und dann von Kalle absteigen oder sowas und auf einmal hat es uns irgendwo hingehauen, wo ein Leichen lagen. Ich wusste natürlich nicht, welche Leichen das waren, weil wir halt dann in dem Moment auch tot waren. Aber ich habe ja sowas nie abgespeichert, ne? Das heißt, im Prinzip für diesen Spielstand ist dieser Bug nie existent gewesen. Ja, ich glaube, irgendwas, ach du Scheiße, Alter, ich dachte mir schon, ich dachte irgendwie davor, ich habe was gesehen und dachte mir, nee, scheiß drauf. Vor allem diese Waage sind halt auch noch krass. Mal Kalle, ich helfe, wenn du den nicht weg Akku bohrst, Alter. Okay, das, also ich sag's mal so, ob es ein Bug ist oder nicht, warte mal, nee, dich brauche ich gerade nicht, Mensch. Ob es ein Bug ist oder nicht, werde ich herausfinden, indem wir Saturas, Vatras, irgendeinen von den Leuten halt drauf ansprechen. Xardas vielleicht sogar. Stopp, wartet, wir haben ein Blatt bekommen. Nochmal. Ich dachte halt vielleicht, wenn man die irgendwie alle drei anklickt, oder warte mal, oder alle zwei, ja, wir haben die durchgelootet, ne? Kommt irgendwie eine komische Notiz oder so. Nice Stone, Bro. Also das Ding ist, warte mal, soll ich eventuell, ich weiß halt nicht, wie es bei euch ist, aber da, dass ich denke, es ist ziemlich dunkel, soll ich mal F4 klicken? Ja, wollen wir mal ein bisschen Oldschool spielen, Alter? Genauso, wie es rausgekommen ist. weil, also so sehe ich mehr, so seht ihr mehr. Ich glaube dann, ich meine, so schlimm ist es jetzt ja dann auch nicht, das so Oldschool-mäßig zu spielen. Ich kann ja am Tag einfach wieder F4 klicken, ne? So sehen wir halt einfach mehr in der Nacht. Aber wir haben trotzdem die Nacht, ja? Wäre auch irgendwie scheiße, wenn man dann nur irgendwie 120 Stunden oder 120 Folgen am Tag spielt. Aber dann irgendwie euch nicht sehen zu lassen und mich auch irgendwie nicht sehen zu lassen, ist ja auch mehr irgendwie madig. Ja, okay, Leute, dann sind wir jetzt hier zurück. Offiziell würde ich behaupten. Wie machen wir es jetzt? Also ich würde sagen, wir laufen jetzt einfach mal den Weg entlang. Und ich hoffe, dass meine Erinnerung wieder anspringt. Wie es denn zu dieser Sagitta geht. Ich glaube, die müsste dann aber doch mehr Richtung Onas Hof gewesen sein und weniger Richtung... Ja, wir kommen jetzt, glaube ich, Akils Hof raus dann, ne? Was ist hier los? Das sieht mir eigentlich immer nach Skeletten aus und so ein Scheiß, wenn es so nebelt. Oh, ich höre was. Jawohl. Seht ihr, wir haben zwar nicht so viel geschickt, ne? Aber wir sind Jäger. Wir sind es einfach. Da ist nichts zu holen. Hallo. Ey, was ich euch auch noch erzählen kann, ne? Ich hab mir so ein Video gerade gegeben, noch davor. Von einem Meinecke, Kanzlei Meinecke oder sowas. Wo drüber erzählt wurde, dass der Upload-Filter jetzt bald kommt. Was? Ah, das sind doch die Skelette. Oh, da brauchen wir mehr Leben. Wartet mal. Da kommt ein Upload-Filter. Und als jemand, der Videos auf YouTube hochlädt, gefällt mir das vielleicht nicht unbedingt so gut. Perfekt, so. Weil es eventuell zu Problemen kommen kann. Also, da gibt's halt jetzt, wartet, nicht, dass wir gleich einen in den Rücken bekommen.
Da gibt es halt offensichtlich so einen Filter, der kann Videos automatisch beim Hochladen blocken. Auch wenn vielleicht nicht unbedingt gleich was drin ist. Das wird halt dann noch geklärt. Ja, und bis dahin würden die Sachen halt dann auch nicht publik gemacht werden können. So, das heißt, wenn ich jetzt irgendwie mal vielleicht eine witzige Stelle in Gothic schneide und die ein bisschen mit copyright-freier Musik unterstützen möchte, damit es witziger ist, damit es irgendwie mehr matcht, mehr passt, sich mehr so zu einer Situation bildet, kann es sein, dass da halt dieser Upload-Filter blockt und das erstmal überprüft werden muss und dann der Upload noch dauert. Ich bin mal gespannt, wie krass das dann wirklich durchgesetzt wird und so, aber ich habe halt das Gefühl, also jetzt, wo da wirklich im Gesetz ist und durch ist, ne? Schwer. War ja davor schon immer so ein bisschen so ein Problem, also wo man ein bisschen Angst bekommen hat, würde ich fast sagen, dass der irgendwie kommt. Jetzt kommt er wirklich. Also ich glaube, so angenehm wird die ganze Geschichte nicht. Ich denke auch mal, dass sich da einiges ändern wird im herkömmlichen Sinne, wie ihr vielleicht auch abseits von mir auf YouTube unterwegs seid, wenn ihr euch irgendwie mal zum Leuchtturm zu Taverne. Das Schild habe ich noch nie im Leben gesehen, glaube ich. Leuchtturm Taverne. Ja, gut. Meine ich aber auch. Ja, könnte echt sein, dass halt auch andere YouTuber Probleme bekommen mit diverser Musik oder sowas, die sie einsetzen. Ich weiß jetzt nicht, wie es ist, ob die 15 Sekunden wirklich zu 100%, also diese 15 Sekunden darf man Musik oder Videoausschnitte anderer benutzen. Ich weiß nicht, ob die jetzt noch erlaubt sind oder nicht. Aus Erfahrungsgründen würde ich fast sagen, dass es verzwickt ist. Warte mal, ich glaube, wir setzen uns auf, bevor der weg ist. Weil ich bilde mir ein, ich habe auch schon teilweise Sachen sehr, sehr kurz verwendet. Und ich habe direkt eine Meldung bekommen, Beschwerde wegen Urheberrechtsverletzung. Was halt einfach dazu führt, dass das Video nicht monetarisiert werden kann. Aber es ist zum Glück nicht gesperrt. Jetzt mit dem neuen Upload-Filter könnte ich mir vorstellen, dass es da nochmal ein paar mehr Probleme gibt. Ja, ich weiß es nicht. Aber wäre halt irgendwie schade. Also ich kann es irgendwo vielleicht nachvollziehen, wenn man sagt, yo, ich habe keinen Bock, dass irgendwie ich als jemand, der Musik gemacht hat, meine Musik frei erhältlich bei irgendeinem Dude im Let's Play ist, wobei man da auch halt sagen muss, ne, scheiß drauf, weil die Musik findest du halt auch einfach, wenn du den Titel eingibst, so. Weißt, also wenn jemand jetzt sich so ein Video anschaut, dann bestimmt nicht wegen der Musik halt, ja. Aber wenn ich die Musik suche, kann man sie auch einfach eingeben und finden, so, dann, gut, die haben die wahrscheinlich irgendwie auch mehr oder weniger bei anderen Labels oder sowas drin. Das heißt irgendwie, dass irgendein Kanal da Rechte hat und die, hallo, was soll denn das jetzt hier, was machst du da? Digga, droppt dir einfach mal die Klaue Belias, da kommt irgendein Bob vorbei und klaut die uns. Ja, auf jeden Fall, in so einem Gameplay oder sowas hier, dann die Musik nicht verwenden zu dürfen, wisst ihr, wie ich meine? Aber ich kann es irgendwo schon verstehen. Aber es ist halt schade, wenn man dann irgendwie nicht mal 15 Sekunden oder sowas nehmen kann. Weil, Leute, so, es ist halt einfach nicer, mit Musik irgendwelche Sachen zu schneiden und Memes zu konstellieren, ne? So, ich glaube, wir müssen in die Richtung und dann irgendwann links. Ja, doch. Stimmt, die war bei diesem einen Dude, der meinte, der ist hier Oberchef. Den wir dann auf die Schnauze gegeben haben. Dahinter. Dann gehen wir erst zu ihr, geben ihr diese Sonnen-Aloe-Lau ab. Und dann können wir permanente Tränke herstellen, Freunde. Das heißt, es gibt gleich noch mehr Stärke. Und wir sind richtig gut in der Zeit. Das heißt, wir können auch noch zu dem anderen Großmaul bei den Söldnern. Und wir können nochmal in die Stadt Korinis. Und wir können noch zu Xardas. What? Digga, was? Die haben hier ja übel aufgeräumt. Okay. Das sind mehr als erwartet. Okay. Ich dachte mir auf entspannt halt einfach mal schlafen, ne? Okay. Wir sind richtig gut in der Zeit, sagt er. Da können wir ganz entspannt zu Xardas. Ganz entspannt in die Stadt. Einen alten Orsch können wir. Wir müssen jetzt erstmal jetzt übelst durch die Feinde hier metzeln, ey. Soll ich schnell vorbeirennen? Hui. Warte mal, da sind echt 4 Stück drin.
Ey, welcher Idiot hat sich das überlegt? Vier Leute mit Feuerbällen. Also ich meine, wir haben ja nur diesen einen Weg. Wenn wir jetzt hier einen Zentimeter nach rechts laufen, die fangen alle das Bolzen an. Schau mal hin. Und die bewegen sich halt auch nicht. Ne? Die moven halt auch kein Stück. Digga, was willst du hier machen, ne? Au, 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 au. Idee. Ich weiß nicht, wie viel es bringt. Ja, absolut nicht, weil das sind 80, 80. 5 Feuer, Digga. Scheiße, 5 Feuer. Aber. Okay. Oh, jetzt haben wir den Bug hier wieder, oder was? Ja, Freunde, ne? Ich hätte jetzt halt gesagt, wir rüsten ein bisschen um. Ja, ich sehe hier 15 Feuer, die wir uns equippen könnten. Ja, es tut mir leid, Freunde. Was soll ich machen? F5, F9. Was soll ich machen? Ne? Was soll ich machen? Ich weiß nicht. Vielleicht wird Feuer auch einfach komplett anders berechnet. Dass man halt sagt, yo, 15 Feuer macht halt eine viel größere Auswirkung als 15 Waffen. So, jawohl. Okay, 15 Feuer... Ah ja, stimmt. Okay, warte, dann machen wir Schutz vor Waffen 4 raus. Perfekt. Speichern. Und jetzt gucken wir mal, ob die immer noch so viel Damage drücken. Na, man muss es ja irgendwie aushalten. Ja, ich... Ach du Scheiße, da war ein Feuersturm. Ja, sagt ihr es mir. War das jetzt besser? War da jetzt mehr Def? Also okay, ich hätte halt nach einem aufhören sollen, ne? Aber ich dachte mir, ja, okay, ist erträglich noch. Okay, warte, dann gehen wir nochmal rein. Jawohl. Da kommt doch gleich... Oh, komm, mach ihn doch weg einfach. Lauf, lauf, lauf. Ja, ich habe irgendwie das Gefühl, die 15 Feuer... Ich sehe jetzt nicht unbedingt das Wahre halt, ne? Ey, wir hauen schon wieder so die Tränke weg, ne? Danach wird alles leichter, Freunde. Danach wird einfach alles leichter. So, okay, der macht den. Wir kümmern uns um den hier. Jawohl. Jawohl, komm. Jawohl, jetzt du. Komm, komm. Haben wir? So, und der hat gar keine Ahnung, wie ihm geschieht. Alter! Okay, dann mache ich erstmal diesen hier wieder. So, speichern wir. Den hier noch looten. Wir legen uns erstmal kurz hin, ne? Wir legen uns jetzt erstmal kurz hin. Ich will nämlich, dass es wieder hell wird. Und dann schauen wir mal... Wie, das ist zu weit entfernt. Bist du bescheuert? Oh, es geht, Kralle. Nee. Nee, das ist mir... Nee, das gefällt mir so nicht. Das gefällt mir so nicht. Tränke, warte, weil die waren oben. Ne, lasst uns mal kurz das Feuer ausgerüstet haben, weil ich denke mal, Suchender ist jetzt irgendwie so Main-Gegner. So, jawohl. Und dann, also ja, lasst uns noch mal bis zum nächsten Morgen schlafen. Die Welt geht unter, alles voller Suchenden. So, du hast gut geschlafen. Du fühlst dich erholt. Haben wir hier ausgeräumt? Ich bilde mir ein, wir durften... Ich hab First Try gerade gemacht. Alter, ich dachte mir nach der fünften oder sechsten Combo, dachte ich mir so, bitte jetzt nicht wieder von vorne. Weil ich habe keine Ahnung mehr, was ich geklickt habe. Also das heißt, ich hätte jetzt legit keine Ahnung gehabt, wie ich wieder zu dem Punkt gekommen wäre. Jetzt rede ich mal mit. Ohne den richtigen Schlüssel kriege ich das nie. Ach so. Ja, aber wartet mal. Also im Prinzip habt ihr ja gar nicht mal ein schlechtes ausgewählt, ne? Nichts zu holen. Nichts zu holen? Okay, dann nicht. Wo ist denn der? Das war übelster Pisser. Ach so, der macht einfach seine Arbeit weiter. Verstehe. Oh weh, ich ahne Böses. Warte mal, wieso stehen die alle schon so bereit hier? Irgendwas geht jetzt hier ab, was mir eventuell nicht gefallen könnte. Was mit euch, hm? Seekop.
Rosi? Hä, was stehen denn die alle so ready hier, ey? Hey, du. Ist was passiert? Du musst mir helfen. Die schwarzen Männer sind in mein Haus eingedrungen. Ich weiß, ihr Söldner habt es nicht so mit der Nächstenliebe, aber ich würde es euch auch entlohnen. Die Kerle sagten, sie würden etwas suchen, aber doch nicht in meinem Haus. Bitte, hilf mir. Mach, dass sie wieder verschwinden. Die sind weg. Dein Haus ist leer. Die schwarzen Männer sind weg. Das hast du gut gemacht. Ona kann sich glücklich schätzen, solche Leute an seiner Seite zu haben. Jo, der wird getötet. Nicht so schnell, mein Freundchen. Nicht so schnell, mein Freundchen. Du hast doch was von einer Belohnung gefaselt. Oder soll ich mich da verhört haben? Alles, was ich tun kann, ist dir ein wenig Gold geben und dich bitten, mich zu verschonen. Gib schon her, ich hab's eilig. Hier. Ah, passt doch. Ja, das ist schon der Richtige, ne? Der Großkotz hier. Till? Warte mal. Till ärgern, okay. Hatte Rosi. Hä, aber warte mit der Schlüssel? Ah, da müsste man wahrscheinlich einen Taschendiebstahl machen, ne? Was kannst du mir anbieten? Was willst du haben? Fischsuppe. Okay. Ja, nö. Gut, dann. Die hat's halt erwischt, ne? Gut, dann würde ich sagen, packen wir uns mal Kralle. Der schläft da einfach schon wieder. Junge, es gibt zu tun. Du bist an der Seite vom namenlosen Held. Verstehst? Da gibt's kein Rest. Ja? Wir gehen jetzt einfach mal kurz zu Sagitta. Geben die Quest ab und lernen das mit diesen permanenten Tränken. Das ist jetzt erstmal wichtig. Und dann könnten wir... Ach so, ja stimmt, hier war ja noch einiges, ne? Aber wir haben jetzt halt selbst so einen, ne? Das heißt... Und unsere hat eine Rüstung, muss man dazu sagen. Oh nö, ey, was ist denn das jetzt schon wieder? Wollen wir wetten, ich klicke jetzt die 1, Schwert fällt. Oder ich klicke mal Tab, ja? Na, 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 wartet mal, kann man hier, aber ich kann es euch leider nicht zeigen, ne, der, doch, er lässt es in der Hand, ich kann damit nicht schlagen, Freunde, falls ihr das jetzt denkt, ich kann damit nicht schlagen, das ist jetzt einfach, das ist Accessoire jetzt, ja, ne, okay, wir müssen ja, so, lass mal die Klaue Belia fallen, natürlich, ganz klar, so ein heiliges Relikt lässt man ja auch einfach fallen, ich schwöre, wenn die mal durch sowas verschwindet, ne, die wird aber so schnell wieder reingecheatet, das sage ich euch. Okay, dann versuchen wir uns jetzt doch mal an unserem ersten Schattenläufer ohne Lee. Was mir halt gar nicht gefällt, sind die Drachensnapper. Und da hinten die Waage. Sag mal, was war denn hier los? Stimmt, ey, da ging einiges, ne? So, ich glaube, hier wäre es sogar fast wieder schlauer. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott, der Schattenläufer ist wach geworden. Ich habe halt das Gefühl, der hat auch noch mal ein bisschen mehr... drauf als die Drachen-Snapper. Oh, jetzt kämpfen die Rassen gegeneinander, ey. Jetzt kämpfen die Rassen gegeneinander. Schattenläufer, Junge. Jawoll. Oh, der hat... Alter, okay, nice, fresh. Sag mal, können wir mal ein bisschen weg von den Wagen, weil die gehen auf mich. Die gehen auf mich, die gehen auf mich. Ja, never mind, komm. Weg. Okay, okay, okay. Wie ist unser Kralle so scheiße? Was? Wir haben den schon übel aufgelevelt. Da kommt einer und wischt ihn einfach weg. Und die leben alle wieder. Das ist halt Pain. Das ist Pain. Okay, warte, lasst uns erstmal mit dem kleinen Vieh anfangen. Waage, ja. Ich habe noch einiges jetzt halt irgendwie so im Kopf, was wir die Folge, oder was ich die Folge einfach gerne machen würde. Weil es einfach jetzt auch passt und mich interessiert. Komm, komm. Nee. Ja, ich schwöre, wir gehen erstmal zu diesem Everyday, All-Day Training Boy, der neben Onas Haus steht und lernen da ein bisschen Zweihand, ey. Dann haben wir ein bisschen mehr Crit. Da geht ordentlich was. Nachdem wir natürlich permanente Tränke herstellen gelernt haben. Das ist klar, ne? Weil das ist ja, das muss rein. Das, da habe ich jetzt schon so lange von gesprochen, das muss auf jeden Fall rein. So, wen nehmen wir als nächstes? Also ich habe halt das auch wieder das Gefühl mit den Leben. Wir müssen da ein bisschen nachfüllen, weil ein Schattenläufer und zwei Drachen sind aber nee. Mit Half-Life, das können wir halt eigentlich schon von Anfang an knicken.
Okay, dann komm mal du ran auf den Meter. Hm, ja. Wir pullen den einfach mal ein bisschen raus. Weg von der Herde ziehen und so, ne? Schau mal, eigentlich ohne die Blitze von Belia, ne? Wären wir so im Ass in dem Game. Weil ich echt das Gefühl habe. Ja, auch gut, und Kralle halt, ne? Würde halt nichts gehen. Ich hoffe echt, mit ein bisschen mehr Stärke und vor allem mehr Crit wird es jetzt langsam, ne? Wir wären ja so am Arsch. So, nächster. Nächster. Kommen Sie, kommen Sie. Aber ich glaube, das waren so die letzten Viecher, die vor Sargitter waren. Weil ich bilde mir ein, wir haben... Gut. Ich bilde mir ein, wir haben alles aufgeräumt damals. Aber als wir dort waren zum ersten Mal, hatten wir halt keine Chance gegen so ein Viehzeug. Gar keine Chance. Deswegen habe ich das einfach stehen lassen, weil ich mir dachte, ja, nee, was... Wofür der Aufwand, ne? Wofür der Aufwand? So, soll ich dich jetzt gleich nochmal ein bisschen skillen, bevor es hier reingeht? War ja peinlich, Mensch. Skillpunkt investieren. Ah, offensiv nochmal. Ich glaube, langsam können wir auch für einen wieder defensiv gehen. So, zack, zack. Und jetzt kommt nochmal hier der Schatten. Hier liegt der Schattenläufer, komm. Oh, warte, wir müssen aber aufpassen, weil der macht ganz gut, ne? Der geht ganz gut rein. Jawohl. Kralle hat die Gefahr gewittert. Ich weiß aber nicht, halten wir at least einen Schlag aus von ihm? Weil die sind halt schon echt heavy, ne? Ach so! Ja! Wie? Und ich laufe gegen den Baum. Und ich laufe gegen den Baum. Okay, dann lasst uns den doch mal noch ein bisschen stehen, hä? Nee, Freunde. Nee. Was? Alter, der haut unseren Kralle einfach aus den Latschen, ne? Und wir sind halt mehr oder weniger auch Two-Hit, wenn er zwei richtige macht. So, wo war die jetzt? War die hier? Hier flackert was. Sieht auf jeden Fall gut aus. Jawohl. Ja, hier schaut es doch schon sehr gut aus, komm. Ich bin gespannt. Wir haben 99 Stärke. Ich weiß halt echt nicht, wie wir jetzt noch 61 Stück hoch sollen. Also, aber gut. Na, ihr werdet schon wissen, was zu machen ist. Ich habe das Sonnenaloe gefunden. Ich danke dir. Und nun frag mich, was du über das Tränkebrauen wissen willst. Welche Tränke kann ich bei dir brauen lernen? Welcher Trank soll es denn nun sein? Real Talk jetzt? Real Talk? Elixier der Geschicklichkeit, das ist jetzt aber nicht ihr scheiß Ernst, oder? Also ihr wollt mir jetzt erzählen, dass es in dem Spiel nicht so läuft, dass man permanente Tränke brauen lernt, sondern dass man in diesem Spiel allen Ernstes nur den Trank selbst bei einem lernen kann. Ich kann jetzt... Oh, Digga. Welche Ware hast du anzubieten? Sag mir... Fuck. Das heißt jetzt, hat, wir müssen irgendeinen anderen Menschen finden, der, nehmen wir was safe wieder mit, ey, Kronstöckel, ja komm, nehmen wir auch einfach mit. Wir müssen jetzt irgendeinen anderen Menschen finden, der uns Stärke beibringt. Das heißt aber halt auch, wenn wir den nächsten finden, der permanente Tränke kann, kann es auch gut sein, dass der halt, was weiß ich, Trank für maximale Mana, Trank für maximale Lebensenergie beibringt. Und daher, dass ich natürlich nicht gespoilert werden will, müssen wir wohl noch warten. Digga, es ist ja so zum Kotzen.
Ich dachte jetzt für echt, wir bekommen den Spike schlechthin, ne? Herstellen, dann irgendwie diese 3 oder 4 Drachenwurzeln umwandeln, 12 Stärke rausziehen. Alter, und jetzt kommt die mit Geschick. Wer lernt ein Geschick in dem Spiel, ha? Ja, lit. Okay, dann bleib ruhig, wo auch immer du gerade bist, bleib ruhig. Dann lasst uns mal so machen. Ja, genau. Wir gehen jetzt halt aufsteigen. Ich möchte jetzt noch 2 Sachen mit euch machen. 3 Sachen. Vielleicht sogar 4 Sachen. Nummer 1. Wir werden jetzt halt kurz dieses Fell zeigen. Dann werden wir kurz mit den wichtigen Leuten reden, weil ich habe irgendwie Bock zu erfahren, weshalb denn die Main-Magier, also nicht die Main-Main-Magier, aber so die Hälfte des Clans der Wassermagier einfach weggerottet wurden. Ja, vielleicht gibt es hier auch was Neues wegen den Suchenden und so. Ich weiß ja nicht, in welcher Reihenfolge das Ganze hier stattgefunden hat, ne? So, warte, ich klick mal so. Oh, nice. Diesmal hat er die Waffe nicht auf den Boden geschmissen. Freut mich, danke. So, du warst es, ne? So, Großmaul. Ich hab das Fell eines schwarzen Trolls. Nicht möglich. Zeig her. Wahnsinn. Was willst du dafür haben? Gib mir, was du hast. Okay, ich gebe dir 500 Goldmünzen dafür und lege noch 3 starke Heiltränke obendrauf. Was meinst du? Ich weiß gar nicht, warum er sich so aufregt. Das war doch schon. Oh, ich will pokern. Das ist mir zu wenig. Dann eben nicht. Das Fell werde ich trotzdem behalten. Ja. Diese Chance werde ich mir nicht durch die Lappen gehen lassen. Das finde ich okay. Ich glaube, ich hau dir mal ein bisschen aufs Maul. Ja. Was? Das ist genau das, was du jetzt brauchst. Ich bin wohl bisher zu nett zu dir gewesen, was? Das war keine große Sache. Hat der gerade gesagt, ein Mist, viel weniger? Erde. Warte, ich hab. Ah, fuck, ich dachte, ich war beim schweren Ast. Ja. So, dann hätten wir wahrscheinlich das Fell jetzt wieder, denke ich. Ein Mist, viel weniger, nice. Ja, gut, wir hätten die 500 Gold nehmen können, die 3 Heiltränke. Ich hatte bloß in der Hoffnung, dass er nochmal irgendwie was drauflegt. Gar nicht mal an Gold oder so, sondern so vielleicht irgendwie was Spezielleres, wie einen anderen Trank oder so, ne? Aber gut, da weinen wir jetzt gar nicht hinterher, das ist eine Konsequenz, die kann ich aber, mit der kann ich aber echt leben, ne? Man weiß gar nicht mehr, wem man noch glauben kann. Gibt's was Neues wegen Bennett? Das war doch klar. Er scheint im Knast zumindest keine bleibenden Schäden davon getragen zu haben. Gute Arbeit. Haben wir? Ich komme aus dem Minental. Also, was? Die sind ziemlich gut. Vielleicht denkt und wenn nicht. Haben wir den Bescheid gegeben? Also ist Bennett wieder hier am Start? Warte mal. Wir haben das ganze Zeug ja auf jeden Fall gelöst. Ja, der, okay. Da geht's doch schon wieder weiter, die Production da hinten. Lass uns mal kurz noch mit ihm sprechen. Vielleicht sagt er nochmal Danke. Vielleicht sagt er, hey, yo, cool. Mann, ich hatte echt schon geglaubt, dass die mich hängen. Ist ja nochmal gut gegangen. Das kannst du wissen. Du hättest mal das Gesicht von dem Soldaten sehen sollen, als der mich rausgelassen hat. Der hatte sich vor Angst fast in die Hose gemacht. Ja, mir ist schon genau das richtige Geschenk für dich eingefallen. Ist es jetzt, war das Biker auf einmal? Ist das einfach so ein Hard-Switch jetzt, oder? Ich brauche nur noch etwas Zeit, bis ich fertig bin. Komm später wieder, um das Geschenk abzuholen. Was heißt später? Später in ein paar Tagen, oder muss ich erst irgendwie was Bestimmtes machen? Ah! Mh! Ui! Hä? Kannst du dir dieses Amulett mal angucken? Klar, lass mal sehen. Das ist eine sehr schöne Arbeit. Die Fassung ist hinüber. Ich glaube, ich kann es wieder hinkriegen. Wie lange brauchst du dafür? Wenn du es hier lässt und morgen wiederkommst, wird es fertig sein. Ich werde dir noch nicht mal was dafür abknöpfen. Schließlich hast du mich aus dem Bau geholt. Ja, aber das Geschenk bekommen wir trotzdem, oder? Also, ne? Ich dachte, echt? Kannst du Schmuckstücke reparieren? Kommt drauf an. Ich müsste das Schmuckstück zunächst mal sehen. Ja, okay. Haben wir, ja? Hier. Hier ist das Amulett. Repariere es für mich. Alles klar. Bis morgen werde ich die neue Fassung angepasst haben. Dann lasst uns mal kurz kannst hinhauen. Bei mir abholen. Alles klar. Einfach mal kurz Auge Innos gegeben. So auf richtig fetter Vertrauensbasis. Aber gut, wir würden ihn jagen. Jagen wie die Tiere.
Ich dachte verächt, wir müssen das erstmal Xaras zeigen, aber offensichtlich können wir jetzt hier schon ein bisschen Vorarbeit leisten. Und können da schon mal ein bisschen was rumreparieren, ne? Weil wahrscheinlich wären wir jetzt zu Xaras, der hätte gesagt, yo, das ist kaputt, schau mal, dass du einen Schmied findest, vielleicht kennst du ja jemanden, dann wären wir hierher gekommen. Ist das Amulett fertig? Ja, hier. Ich musste eine neue Fassung für den Stein fertigen. Ich habe die ganze Nacht dran gearbeitet und es ist wie neu. Das höre ich zum ersten Mal. Ehren, Bennett. Ja, okay, und... Ja, okay, Geschenk ist noch nicht, wa? Geschenk ist noch nicht. So, lasst uns mal kurz gucken, ob das Auge Innos jetzt halt irgendwie... Ne, ihr wisst schon, irgendwelche Auswirkungen hat. Die Fassung des am letzten intakt Edelsteines. Ah, okay, das heißt, jetzt wird nochmal ein Magier auf jeden Fall gebraucht. Fassung, und jetzt müssen wir irgendwie die Magie wieder aufladen. Okay. Macht Sinn, okay. Weil die haben es ja übel zerstört. So, du, Cord. Das ist der Boy, den ich vorhin meinte. Jawohl. Jawohl. Zweihand. So, wartet, wie war das jetzt? Wartet. Wir sind bei 49. Wir waren schon mal höher, aber ich glaube, ich habe irgendwas ausgezogen, was da mit reingespielt hat. Oder? Oh, wir haben wieder den ultra geilen Bug. Was habe ich da nicht... Oh, okay, das ging schnell. Ah, das war eine Waffe, ne? Das war... Ah, wir hatten so eine selbstgeschmiedete Waffe. Die hat nochmal 5 dazugegeben. Ja, ja, okay. Dann lasst uns nur nochmal kurz prüfen. Warte, Schutz vor Waffen. Jawohl, haben wir. Feuer weg. Und hier wieder die Waffen rein. Wir haben sonst auch nichts an, ne? Was irgendwie noch Waffen gibt oder so. Wäre unglücklich. Okay, wir sind bei 49. Ich habe wieder nicht geschaut. Und haben 40 Lernpunkte. Wir haben jetzt auch gerade gesehen, 20 Lernpunkte kostet permanentes Tränke herstellen. Aber jetzt mal Retalk, ne? Ich kann nicht. Ich weiß halt auch nicht, wann das dann kommt, ne? So, 5 mehr Crit. 5 mehr Crit. Nochmal 5 mehr. Ja, jetzt wird's halt happig, ne? Aber lasst es uns nochmal... Achso, es geht gar nicht. Das geht gar nicht. Du bist schon besser. Ich würde das auf jeden Fall noch machen. Ich weiß halt nicht, wie viel wir insgesamt noch bekommen. Wir sind jetzt bei 64. Dann werden wir auf 69. Ja, die Sache ist, wir können ja auch noch ein bisschen was reinteachen durch die Steintafeln. Aber das muss ich ein bisschen, ne? Da müssen wir uns ein bisschen rumrechnen. Warte mal, oh. Lebensenergie nehmen wir mit. Die hier nehmen wir auch mit. Liebesenergie nehmen wir auch hier mit. Armbrustschütze nehmen wir mit. Ja, Magie nehmen wir auch mit. Aber... Ja, sowas würde ich halt noch offen lassen. Das hier werden halt insgesamt vielleicht, keine Ahnung, 3. Insgesamt 4, 7. 8, 9 Crit eventuell sein. Das heißt, wir könnten auf 91 hoch und dann den Rest reinböllern mit denen hier. Ja. Aber okay, wir haben auf jeden Fall ein bisschen mehr Crit-Chance jetzt. Das ist gut. Haben wir bestimmt nichts falsch gemacht mit. Ja, weiter geht's. Das würde ich kurz sagen, aus Zeitgründen würde ich kurz für euch schneiden. Wir gehen nur kurz nach da oben, ja? Okay. Hier scheint ja alles ruhig. Hier scheint ja alles ruhig. Warte mal, ist bei ihm irgendwas? Bengar? Ist Pardos wieder zurück? Ist Pardos wieder zurück? Ja, er ist drin und ruht sich aus. Danke für alles, was... Schon gut. Warte, ich würde dich ja entlohnen, aber ich habe selber nicht... Vergiss okay. es. Okay. Wie ist die Lage? Malak ist verschwunden und hat alles und jeden mitgenommen, der für mich arbeiten wollte. Er sagte, er wollte in die Berge. Er hat es hier nicht mehr ausgehalten. Die Horden von Monstern, die täglich aus dem Pass aufs Weidenplateau kommen, machen mich ganz fertig. Wenn ich Digga, meine Kopfhörer. Helfer oder Söldner hätte.
Es gab sogar schon mal einen, der für mich arbeiten wollte. Er hat es dann aber doch nicht getan. Ich glaube, Wolf war sein Name. Oh, den kennen wir, Wolf. Einen Moment, ne? So, das wird schon das wieder. Ohne Malak läuft hier gar nichts mehr. Wenn nicht bald etwas passiert, muss ich meinen Hof aufgeben. Hoffentlich kommt er bald zurück. Ja, okay, Leute, dann könnten wir uns ja eigentlich bald auch darum kümmern, Malak zu suchen. In den Bergen hieß es, ne? Ey, bitte, lasst mich diese Quest nicht vergessen, ne? Aber jetzt kümmern wir uns erstmal noch um was anderes, ne? Und zwar werden wir, glaube ich, erst zu Xardas gehen, weil am Ende gibt der uns die Quest, yo, schau mal, ob du irgendjemanden findest. Satoras ist da sehr gut oder Vatras ist da sehr gut, der das Auge Innos wiederherstellt. So, und wenn wir jetzt erst zu denen... Ja, wobei, wir können eigentlich auch erst zu denen hingehen, ne? Wir können erst zu denen hingehen. Teleporter. Wir bräuchten bitte einmal... Sonnenkreis. Ach so, warte. Miental, Kurin. Ja, Kurinis. Nicht Pass. Ja, okay, scheiß drauf. Dann gehen wir eben in die Hafenstadt, mein Gott. Die 8 bitte einmal. So, Abfahrt. Ab, danke. Okay, dann lasst uns kurz. Er sollte lieber den Mund halten. Meint ihr eigentlich, er hier, also unser Meister, hätte das auch geschafft? Harad? Na gut. Gut, lasst uns mal kurz zu den beiden gehen. Schauen, ob die uns da weiterhelfen können mit dem Aufladen. Was ging jetzt hier nochmal genau ab? Ich kenne den Händler, der den Banditen die Waffen liefert. Sein Name ist Fernando. Sehr gut. Hat Martin schon die nötigen Schritte eingeleitet, damit er keine Lieferung mehr tätigen kann? Bisher noch nicht. Dann beeil dich und berichte ihn davon. Das muss unverzüglich aufhören. Ja, wir haben halt die Beweise eh nicht mehr, ne? Die hat er uns ja abgekauft. Okay, ja gut, machen wir mal so. Ich habe noch eine Steintafel für dich. Gut. Hier, nimm ein paar Tränke als Belohnung. Nice. So, und jetzt? Das Auge Enos ist zerbrochen. Ich weiß. Ich habe es schon von einigen aufgebrachten Novizen erfahren. Die Suchenden haben den Sonnenkreis der Feuermagier dazu benutzt, das Auge Innos zu zerstören. Einen gelungenen Schachzug des Gegners würde ich das nennen. Ja, und jetzt? Was soll nun mit dem Auge geschehen? Wir müssen es wieder zusammenfügen. Aber... Das ist keine leichte Aufgabe. Xardas. Die Fassung ist in zwei Teile zerbrochen. Nicht mehr? Dies vermag ein geschickter Schmied wiederzurichten. Aber das ist eigentlich nicht die Schwierigkeit dabei. Vielmehr macht mir der eingelassene Edelstein Sorgen. Er ist matt und kraftlos. Der Feind scheint genau gewusst zu haben, wie man ihn schwächt. Ja, unpraktisch, ne? Wie erhält der Edelstein seine Kraft zurück? Ich sehe nur einen Weg. Eine Vereinigung der drei herrschenden Gottheiten sollte den gewünschten Effekt erzielen. Ein gut vorbereitetes Umkehrritual an dem Ort seiner Zerstörung wird dem Edelstein wieder Feuer geben. Das Problem dabei ist allerdings, dass du jeweils einen irdischen Vertreter von jedem der drei Götter zu diesem Ort bringen musst. Des Weiteren bräuchte man eine Menge Sumpfkraut für dieses Ritual. Ich schätze, drei Krautpflanzen müssten es schon sein. Wow, drei gleich. Ach, das bitte. Wo soll ich die denn herbekommen? Hey, ich soll jetzt einfach mein Ritual mit drei Gottheiten machen. Ja, wieso nicht, wenn es weiter nichts ist? Kein Stress, Bruder. Ja, komm, Alter, das können wir doch skippen, ey. Ich habe von einer alten Giftmischerin namens Sagitta in den Wäldern gehört. Sie soll angeblich solches Kraut verkaufen. Du könntest dein Glück aber auch unten am Hafen versuchen. Digga, reden wir jetzt gerade wirklich drüber, wo man Sumpfkraut herbekommt? Wer könnten diese drei irdischen Vertreter der Götter sein? Für den Gott Adanos werde ich mich zur Verfügung stellen.
Milton oder der andere obere Boy? Ja, genau. Pyroka. Wäre der richtige, um den Gott Innos zu vertreten. Aber Xardas. Für Belia fällt mir kein geeignet. Xardas. Es müsste jemand sein, der die schwarze Magie beherrscht. Xardas. Schwarze Magie? Was ist mit Xardas? Das ist es. Es könnte funktionieren. Doch frage ich mich, wie du uns alle drei zusammenbringen willst. Ich sehe jetzt schon Pyrokas Gesicht, wenn er hört, dass er mit Xardas an einem Strang ziehen soll. Na, ist doch kein Stress. Hinten ist gleich eine Taverne, so links hinter uns, links hinter uns, so. Können wir uns zusammensetzen, ein Bierchen trinken und danach machen wir halt ein bisschen Sumpfkraut-Action. So, ist doch, passt doch alles. Ja, okay, das können wir skippen. Ich einen Schmied, der die Fassung... Frage in den umliegenden Gebieten nach einem... Haben wir. Das Reparieren von Kleinoden versteht. Kleinoden, aha. Nachrichten verbreiten sich schnell in dieser Stadt. Das ist auch gut so. Der Feind wird genauso wenig schlafen. Ja, ich muss dann. Los. Ich werde ebenfalls aufbrechen und am Sonnenkreis die Zeremonie vorbereiten. Junge, der ist schon richtig. Xardas und Pyroka dorthin. Und vergiss nicht, das Sumpfkraut mitzubringen. Ich verlasse mich. Oder. Hör zu, Leute. Ich werde woanders gebraucht. Es wird nicht lange dauern. Sobald ich zurückkehre, werde ich euch die Geschichte weitererzählen. Digga, das müssen wir ausnutzen. Mit euch sein. Das müssen wir so ausnutzen, dass Terzir nicht mehr rumschreit. Jo, ne? Dann, Watras. Mach die mal auf den Weg, ne? Ja, heilige Scheiße. Das würde ich aber noch ganz... Also das, oh, die nächste Folge hat sich auch, glaube ich, mal wieder von selbst geschrieben. Jetzt mit Xardas und Pyroka und dann fetten Ritual und so, der drei Gottheiten. Aber warte, was ist denn jetzt eigentlich? Wieso interessiert es keinen, dass wir die drei Magier da, Nefarius, Kronos und Merdorian oder so, tot gefunden haben? Wieso juckt es hier keinen? Watras, Myxia, keine Ahnung, Alter. Ich weiß nicht. Also entweder das war halt irgendwie wirklich Bug of Doom. Aber ich weiß nicht. Das, ja, lass es uns mal offen. Vielleicht muss ich irgendwie nochmal zu Saturas oder so. Und, keine Ahnung. Freunde, ich bedanke mich fürs Zusehen. Das war mal wieder heftig für die Story, die Folge. War echt wieder heftig. Ich glaube, nächste Folge wird nochmal von Story-Lastigkeit 1 obendrauf gesetzt. Weil da geht es halt dann wirklich offensichtlich um ein Ritual von drei Gottheiten. Freunde, vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns einfach beim nächsten Mal. Bis dahin, macht's gut.